Moin Moin und herzlich willkommen bei tariftipp.de zum Test des Sony Xperia 5 Mark II. Ja, dieses Smartphone ist natürlich der kleine Bruder des Sony Xperia 1 Mark II, wesentlich kompakter und ist eigentlich wirklich eins der wenigen High-End-Smartphones, die man tatsächlich noch als kompakt bezeichnen kann. Meiner Meinung nach kostet derzeit etwa 820 Euro online und Sony hat gegenüber dem Vorgänger, gegenüber dem Sony Xperia 5 hier einige Verbesserungen vorgenommen. Zum Beispiel gibt es eine 5G-Unterstützung, größeren Akku und ein bisschen mehr Power und wirklich viele, viele kleine, aber deutlich spürbare Verbesserungen. Das werde ich euch alles in diesem Video in aller Ruhe erzählen. Die Stärken und Schwächen des Sony Xperia 5 Mark II werde ich euch zeigen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und schon geht es los mit dem Test. So, dann starten wir mal in den Test mit dem Unboxing hier. Der sehr schlichte Verkaufskarton des Sony Xperia 5 Mark II. Dieses Smartphone gibt es in drei Farben, nämlich in Blau, in Grau und in Schwarz. Das ist hier die schwarze Variante, die wir zum Test zur Verfügung gestellt bekommen haben. Sehr schlicht, aber irgendwie auch sehr schick. Ja, im Lieferumfang gibt es dann hier jede Menge Papierkram. Fünf Zettelchen kann ich hier rausfummeln. Garantiehinweise, Kurzanleitung, unterschiedliche Sprachen. Pipapo, braucht man alles nicht, könnt ihr gleich weglegen. Genau wie ich das tue. Und dann haben wir jetzt hier noch ein Daten- und Ladekabel vom Typ C. Außerdem im Lieferumfang auch ein Stromadapter mit 18 Watt. Also schnellladefähig, werde ich dann später nochmal drauf eingehen auf dieses Netzteil. Außerdem finden wir dann auch noch hier einen Kopfhörer. Das ist der MH750. Wenn ihr meine Videos kennt, wisst ihr. Einer meiner Lieblings-In-Ear-Kopfhörer. Klingt wirklich gut. Braucht ihr keinen extra Kopfhörer zu kaufen. Das ist echt klasse. Ja, In-Ear-Adapter sind hier auch mit eingepackt. Wunderbar. Ja, eine extra Handy-Schutzhülle ist leider nicht dabei. So, dann schauen wir uns mal die Wertigkeit und die Verarbeitung an. Hier das Sony Xperia 5 Mark II auf unserem Drehtisch. Ihr habt vorne und hinten Gorilla-Glas. Das Smartphone ist also sehr gut geschützt. Und es ist auch nach IP68 gegen Wasser und Staub zertifiziert. Ihr braucht also keine Sorge zu haben, wenn es mal ins Klo fällt. Kein Problem. Das Smartphone ist wirklich hyperkompakt. 158 mm misst es nur in der Höhe, 68 mm in der Breite und die Bautiefe liegt bei 8 mm. Auch dieses Gewicht hier mit 163 Gramm fällt sehr moderat aus. Also das ist wirklich super handlich. Hat ja auch dieses 21:9 längliche Format. Mega kompakt und wirklich klasse verarbeitet. Ja, auch das Display ist super hier beim Sony Xperia 5 Mark II. 6,1 Zoll ist die Bildschirmdiagonale. Das ist für heutige Verhältnisse schon fast ein bisschen klein, aber ich finde es gut. Sehr länglich, man kann sehr viel ablesen, gerade beim Browsen im Internet ist der Lesebereich sehr groß. Es ist ein OLED-Panel mit 2520x1080 Pixel Auflösung, also Full HD Plus. Das entspricht einer Pixeldichte von 451 ppi. Blickwinkelstabilität habt ihr eben gesehen, richtig gut. Und auch die Helligkeit geht hier in Ordnung. 625 Candela haben wir gemessen. Das ist ein planes Panel, also nicht geätscht. Und auch die Display-Ränder fallen hier relativ schmal aus. Oben gibt es keine Notch, sondern so einen schmalen Balken, wo auch die Selfie-Cam drinsteckt. Ich finde das alles richtig klasse und macht richtig Spaß drauf zu gucken. So, dann schauen wir uns mal die Bedienelemente an. Hier gibt es jede Menge. Auf der rechten Seite Lautstärke-Wippe. Das ist der An- und Ausschalter mit integrierten Fingerabdrucksensor. Das ist die Google Assistant-Taste. Und das hier ist die separate Kamera-Taste. Ja, der Fingerabdrucksensor ist hier untergebracht. Funktioniert schnell und zuverlässig. Da gibt es nichts zu meckern. Ist nicht meine Lieblingsposition, um ehrlich zu sein. Funktioniert aber gut. Und ja, der Google Assistant zeige ich euch auch mal draufdrücken. Und dann wird der Assistant gestartet. Das finde ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen überflüssig, aber gut, stört ja auch nicht weiter. Und dann gibt es hier halt noch diesen separaten Kamerataster. Einmal tief reindrücken und dann wird die Kamera-App gestartet und dann könnt ihr hier sofort auch auslösen und Fotos machen. Das ist doch alles wunderbar. Ja, hier der USB-C-Anschluss nebst einem Mikrofon. Und dann haben wir auf der gegenüberliegenden Seite hier den SIM-Schacht. Den kann man auch ohne SIM-Tool öffnen, einfach mit dem Finger rein und dann geht's los. Hier die analoge Kopfhöreranschlussbuchse und ein weiteres Mikrofon. Und ja, auf der Rückseite gibt es dann nur die Kameraeinheit hier mit einem Blitz- und TOF-Sensor. Und dann will ich euch mal zeigen, wie das hier ist,
mit den Lautsprechern. Wir haben nämlich hier zwei Stereo-Lautsprecher. Ich hoffe, man kann sie gut erkennen. Die strahlen beide nach vorne und seitlich ab. Es sind beide gleich laut und das ergibt einen extrem guten Stereo-Sound. Ich muss wirklich sagen, eins der besten Smartphones, was das angeht. Wenn ihr YouTube-Videos guckt oder Musik hört damit, dann ist das klasse. Ja, ein Always-On-Display gibt es hier natürlich auch. Wir haben ja ein OLED-Panel. Das ist also, was die Energiehunger angeht, auch kein Problem, sondern Always-On-Display. Könnt ihr eingehende Nachrichten ansehen, Uhrzeit, Akkuladezustand. Und jetzt schauen wir uns mal die Softwareausstattung an. Hier Android 10 ist vorinstalliert, Android Q. Es wird auf jeden Fall auch noch ein Update auf Android 11 geben. Ich schätze mal auch noch auf 12, aber gut, das kann ich jetzt nicht versprechen. Fast ein Stock-Android, sehr, sehr schlicht, ohne viel Zusätze von Sony. Das hier ist der Dolby Atmos-Schalter, das sind die Schnittstellen, auch das. Alles sehr gut gemacht und ja, wenn wir von unten nach oben ziehen, dann könnt ihr alle Apps aufrufen. Ganz normal Android, wie ihr das von anderen Smartphones auch kennt. Wenn ihr die Gestensteuerung einstellen wollt, geht das auch. Ich habe hier nochmal die drei Steuertasten Android-Steuerung eingestellt. Google Discover Newsfeed ist auch an Bord, also alles so, wie ich mir das wünsche. Ja, auch in Sachen Ausstattung und Performance kann das Sony Xperia Mark II ordentlich punkten. Hier AnTuTu 545.000 Punkte etwa. Also das ist echt ein Riesenwert. Rasend schnell auch dieses Smartphone. Das merkt man auch. Egal was man tut hier. Ich starte mal meine normale Daddle App Traffic Rider. Das Smartphone ist einfach immer für euch da. Also es ist immer schon fertig, bevor ihr eigentlich überhaupt wisst, was ihr machen wollt. Ist die App schon geladen, so ungefähr. Richtig schnell. Verbaut ist hier der Qualcomm Snapdragon 865, Octa-Core-CPU mit 2,8 GHz Taktung. Wir haben hier einen Arbeitsspeicher von 8 GB RAM verbaut. Es gibt Bluetooth in der Version 5.1, es gibt einen NFC-Chip, es gibt das aktuelle Wi-Fi 6, also WLAN AX. Stereo-Speaker, sagte ich schon, LTE maximal mit 1200 Mbit im Download und eben auch 5G ist hier an Bord. Und ja, ihr habt gesehen, Google Maps wird auch rasend schnell gestartet. Und wenn wir hier mal durch unsere Handy-Tarifaktion bei tariftipp.de scrollen, auch da wartet man nicht. Keine Lags, keine weißen Bilderchen. Also richtig schnell dieses Smartphone. Macht richtig Laune. Wunderbar. Ja, kurzer Blick auf die Rückseite. Schwarze Smartphones mit Glas-Rückseite haben ja normalerweise den Nachteil, dass hier Fingerabdrücke immer ganz heftig drauf zu erkennen sind. Das geht hier. Es gibt hier so eine Schicht. Insofern geht das in Ordnung. Ja, auch beim Akku hat Sony nachgebessert. 4000 mAh haben wir jetzt, deutlich mehr als beim Vorgänger. Das führt zu wirklich sehr guten Laufzeiten. 800 Minuten, also so 13 Stunden, das ist wirklich ein Bombenwert. Das Netzteil hier, naja, 18 Watt Schnellladefähigkeit ist okay, ist gegeben. Hätte für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr sein dürfen, aber gut, wollen wir nicht zu sehr meckern, das ist in Ordnung. Ihr könnt dieses Smartphone induktiv kabellos, also leider nicht laden. Ja, der interne Speicher liegt bei 128 GB, kann aber auch, wenn ihr wollt, wenn das nicht reicht, per MicroSD-Karte erweitert werden. Hier der SIM-Schacht, Hybrid-Slot ist das, also entweder zwei Nano-SIMs für Dual-SIM oder eine Nano-SIM und eben eine MicroSD-Karte. Also von daher gibt es eigentlich auch hier nichts zu meckern, Speicherausstattung und Akkufähigkeit auf einem sehr hohen Niveau, wie sich das gehört für ein High-End-Handy. Kommen wir zur Kamera. Hier seht ihr die Hauptkamera mit drei Objektiven, Normalobjektiv, Ultraweitwinkel und Tele. Alle drei Objektive lösen mit 12 Megapixeln auf. Das finde ich bemerkenswert und richtig gut. Vor allem das Tele, das haben wenige Smartphones, ein extra Teleobjektiv. Hier die Selfie-Cam, die löst auf mit, was war das, 8 Megapixeln. Und ja, nachher folgen wie immer jede Menge Beispielfotos und auch ein Beispielvideo. Vorher wollen wir uns nochmal schnell die Foto- und Video-App anschauen. Derer gibt es drei, muss ich gleich dazu sagen. Wir gucken uns erstmal die Standard-App an, hier mit den Umschaltern für die drei Brennweiten, Tele, Weitwinkel und Normalobjektiv. Ja, beim Tele muss man ein bisschen weiter weggehen vom Motiv, damit es dann auch scharf gestellt wird. Und ja, ich will das mal relativ kurz machen hier mit der normalen App, weil wir nämlich gleich zu den speziellen Apps kommen. Oben haben wir dann die Schnellschalter. Hier gibt es unter anderem den Bokeh-Schalter. Da könnt ihr die Tiefenunschärfe regeln. Sehr praktisch. Bildschirmformat könnt ihr hier einstellen. Dann gehen wir nochmal schnell in die Einstellungen hier. Schauen uns mal die Auflösung an. Wie gesagt, 12 Megapixel im 4:3 Format. Ihr könnt auch 16:9 Bilder schießen, dann mit 9 Megapixeln. Und für jede Brennweite gibt es hier ein dediziertes Objektiv. Das spricht natürlich dann für die Qualität der Aufnahmen. Das merkt man auch. Das werden wir dann gleich nochmal sehen. Dann gehen wir nochmal schnell in den Videobereich und dort auch in die Einstellungen. Hier könnt ihr übrigens auch mit allen drei Objektiven filmen. Ist auch nicht selbstverständlich.
Und ja, die Auflösung beträgt hier bei der normalen App 4K mit 30 Bildern maximal. Full HD gibt es mit 60 Bildern pro Sekunde. Das Smartphone kann aber mehr, dazu komme ich gleich. Vorher schauen wir nochmal hier auf die unterschiedlichen Modi. Hier gibt es zum Beispiel die Foto Pro Modus und dann wird nicht nur umgeschaltet, sondern es wird eine separate neue App gestartet, die Foto Pro App, wo ihr wirklich tausend Sachen einstellen könnt. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das würde viel zu lange dauern. Das ist so ein bisschen den Sony DSLMs, also den Profikameras nachempfunden, was die Einstellungsmöglichkeiten dort angeht, geht weit über das hinaus, was die normale App kann und gibt entsprechend gute Ergebnisse. Es gibt dann auch noch eine spezielle App für den Bereich Video, das ist dann die dritte. Und ja, auch hier, ähnlich wie bei der Foto-App, könnt ihr alles Mögliche einstellen, unter anderem hier die Bildschirmwiederholfrequenz, also die Bildwiederholfrequenz. Und hier seht ihr, ich kann bis auf 120 Bilder pro Sekunde gehen, dann allerdings ohne Ton, glaube ich. Aber 4K geht ja auch ganz locker mit 60 Bildern pro Sekunde mit dieser App. Das lohnt sich also wirklich, da mal reinzuschauen in diese beiden Profi-Apps, macht richtig Spaß und man erzielt tatsächlich auch bessere Aufnahmen damit, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, weil man eben eher dazu kommt, manuelle Einstellungen vorzunehmen. So, jetzt die Beispielfotos, die habe ich jetzt allerdings alle mit der normalen App gemacht. Der Fairness halber hier mein Karnickel im Stall bei mittleren Lichtverhältnissen, richtig gute Farben, toll gezeichnetes Fell. Na gut, hier ein bisschen überbelichtet, aber okay, jetzt kommt so ein paar Farbfotos, also mit unterschiedlichen Farbtönen, Rot, Grün und so weiter. Sehr schön, sehr neutrale Farben, sehr zurückhaltend und ultra scharf das Ganze. Ich achte mal auch auf die Bildschirmränder. Ja gut, das ist jetzt hier eine Bokeh-Aufnahme, die soll unscharf sein am Bildschirmrand, aber hier zum Beispiel, also das finde ich doch klasse. Ja, es gibt keinen extra Nachtmodus, aber die Kamera, die App erkennt sofort, wenn es dunkel ist und schaltet automatisch in einen Nachtmodus um. Das finde ich eigentlich viel besser als einen separaten Nachtmodus. Das hier mitten in der Nacht aufgenommen, guckt euch mal die Farben an und die Schärfe, bombenmäßig. Also wirklich ganz toll, hier auch sehr schön, nur die Felge ist scharf bei diesem Modellauto, alles andere unscharf. Richtig, richtig klasse. Ja, kurze Brennweitenreihe, das ist hier der Ultraweitwinkel, auch hervorragend von der Auflösung und von der Schärfe her, richtig klasse finde ich. Das ist die Normalcam, die ist sowieso super, das wissen wir ja. Und jetzt gehen wir in den Tele. Ich glaube, der vergrößert fünffach oder dreifach, muss ich gleich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall richtig formatfüllend hier das Motiv, hier das gleiche nochmal aus dem Dachboden, wieder der Ultraweitwinkel. Sehr schön hier die normale Kamera und auch die Farben sind immer sehr ähnlich, egal welches Objektiv ihr nehmt. Auch das ist nicht selbstverständlich, dass hier wieder der Tele ultrascharf. Also ganz, ganz toll, muss ich sagen. Sehr zufriedenstellend. Hier abschließend nochmal eine Selfie-Aufnahme mit Bokeh-Hintergrund. Denkt euch ein schönes Motiv und dann passt das auch. So, wie immer kurzes Beispiel Video, das ich mit der Hauptkamera drehe, des Sony Xperia 5 Mark II. Eingestellt habe ich jetzt die Auflösung Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde. Das, was ihr jetzt hört, ist ein Flugzeug. Und ja, maximale Videoauflösung liegt hier bei 4K, damit 30 Bildern pro Sekunde. Es gibt einen optischen Bildstabilisator bei diesem Smartphone und natürlich auch einen elektronischen, ein EIS, also Hubschrauber. Und ja, der EIS, der funktioniert auch bei der höchsten Videoauflösung, also bei 4K mit 30 Bildern, könnt ihr den auch dazu schalten. Das ist ganz schön gut und auch nicht so ganz normal, aber gut, ist ja ein High-End-Smartphone. Da kann man das auch schon erwarten. Und ja, das war's mit diesem kurzen Beispielclip. Ich habe wie immer die internen Mikros genutzt. Und jetzt geht's weiter mit dem Fazit. So, ich habe eben nochmal nachgeschaut. Der Tele ist tatsächlich dreifach optisch hier beim Sony Xperia Mark V, aber das ist ja auch mehr als ausreichend. Ja, kommen wir zum Fazit diesem schönen Smartphone. Viele Pro-Punkte. Fangen wir mal an mit dem Gehäuse. Das ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet, gegen Wasser und Staub geschützt und vor allem, sagte ich ja schon ein paar Mal, ultraschlank, ultrakompakt. Also das gefällt mir richtig gut. Gorilla Glas vorn und hinten ist also auch kratzfest. Und ja, dann haben wir hier ein schönes OLED-Panel im Kinoformat mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Das habe ich vorhin auch noch nicht gesagt. Es gibt auch eine HDR plus 10 Unterstützung. Also wenn ihr Netflix-Filme guckt auf diesem Smartphone, sieht das auch richtig schön kontrastreich aus und macht richtig Laune. Ja, Kontrapunkte gibt es auch. Ihr könnt den Akku nicht kabellos, nicht induktiv laden und die Ladezeit beim Akku, naja gut, das Netzteil hat 18 Watt, ist jetzt kein Riesenproblem, aber es dauert halt ein bisschen länger als bei anderen High-End-Smartphones teilweise.
Und außerdem gibt es ja keine Gesichtserkennung. Und das verstehe ich nicht so genau, warum Sony hier auf eine Gesichtserkennung verzichtet hat. Das hätte dem Smartphone, finde ich, gut zu Gesicht gestanden. Ja, Kamera habt ihr eben gesehen. Die finde ich wiederum bombenmäßig. Also diese Triple Cam hier mit Tele und optischen und elektronischen Bildstabilisator macht einen super Job, sowohl im Bereich Foto als auch im Bereich Video. Vor allem natürlich mit diesen beiden Profi-Apps. Da kann man richtig was rausholen. Am meisten umgehauen hat mich der Stereo-Lautsprecher hier. Also es ist wirklich ein Bombensound, das kann man nicht anders sagen. Und das macht einfach richtig Laune, Musik zu hören oder Videos sich anzuschauen. Ja, das war's. Also 5G haben wir auch dabei. Das wollte ich auch nochmal sagen, falls ihr euch einen 5G-Handytarif besorgen möchtet, seid ihr hier auch gerüstet. Das war's mit diesem Test zum Sony Xperia 5 Mark II. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was erfahren, wenn dem so sein sollte. Gebt uns bitte einen Daumen hoch und abonniert natürlich auch unseren YouTube-Kanal. Damit grüße ich euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüssinger. Bis bald.